Im Rahmen der deutsch-dänischen Klostertage in Rostock gab es am 24. September auch wirtschaftliche Begegnungen. Das Netzwerk Region Rostock hatte zum deutsch-dänischen Wirtschaftstag eingeladen. Unternehmer aus beiden Ländern zeigten vor Ort oder digital zugeschaltet Beispiele einer erfolgreichen Zusammenarbeit. So präsentierten sich der Kranhersteller Liebherr und die Molkereigenossenschaft Arla Foods, die vor wenigen Jahren mit dem Milchverarbeiter Hansamilch fusionierte und seitdem eine Zweigniederlassung in Uppal hat. Es gibt Netto natürlich, es gibt Carlsberg, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Unternehmen, die für uns so selbstverständlich sind und wir gar nicht wissen, dass es dänische Wurzeln hat. Insofern ist es da ja auch nochmal wichtig zu sagen, die bekannten Marken, die wir kennen, haben Wurzeln in Dänemark und wir können das alles dann tatsächlich vereinen und die wirtschaftlichen Beziehungen pflegen. Auch die Zusammenarbeit auf dem Gebiet Logistik und Transport wurde thematisiert. Dänemark ist einer der wichtigsten Handelspartner für Mecklenburg-Vorpommern. Auf der Liste der bedeutendsten Exportländer im Jahre 2020 steht Dänemark hinter den Niederlanden und den USA auf Platz 3.